Hallo. Okay, Squad, we need to check the shipping manifest. See if any survivors made it off this rock. Make your way down to the landing bay and find a terminal where we can download the transport records. I'll check in with you there. Wir haben kein Wort verstanden. Und herzlich willkommen und zurück zu einem neuen Let's Test, nehme ich mal stark an, oder Let's Play Together, wenn gerade mal der gute Warbase oder so dabei ist, der gerade neben mir sitzt. Hallo Warbase. Hallo. Die gute Ritz ist auch dabei, die sitzt aber gerade nicht mit am PC, die sitzt hinter uns. Hat man deutlich gehört. Und wir spielen hier Alien Swarm. Kein Plan von mir. Wir sind der Typ hier. Wir können also springen, okay, wir können laufen mit Pfeiltasten. Wir drehen uns damit, kloppen uns so gegenseitig kaputt und... Oh, pardon. Oh mein Gott. Und in dem Spiel geht es darum, dass wir ein Kommando-Team spielen, Marine bewegen. Ja, ich weiß. Hier sind überall Aliens eingebrochen und wir spielen hier gerade den Singleplayer und gucken mal, wie weit das geht. Wir laufen jetzt einfach mal los. Und hier müssen irgendwie Aliens rauskommen, wir müssen sie besiegen. Vollständige Karte anzeigen mit Tab. Tab ist die Antwort, ja, genau. Wir müssen hier durch. Ja, das kann ja was werden. Hast du eine Ahnung von dem Spiel? Nicht so wirklich. Ich habe es nur einmal gesehen beim Volker, als der das gezockt hat. Und ja. Nahkampf, Nahkampf. Achso, wir müssen das einschlagen. Ah, okay, verstehe. So geht das natürlich wie ziemlich. Man Waffen? Gibt nur eine Waffe, als Techniker benötigt. E für Techniker. Okay. Crash. Crash ist gleich fertig hier. Mir fällt Crash, Fade und Wildcat. Wildcat gefällt mir der Name. Ja, wollte ich gerade sagen. Ist irgendwie ein perverser Name. Ach du. Okay, dann wird es langsam gruselig. Bewegungsmelder beachten. Wow! Uiuiui! Uiuiuiui! Nachladen! Nachladen! Wie lade ich denn nach? Oh, hallo! Okay, mit R laden wir nach. Unsere Munition ist da unten. Wir haben 24 Kugeln und 8 Magazine. Reicht. 21 Munition, der vorigen Magazin ist verloren. Hilfe! Die kann man ja leicht abschießen. Ja, das sind, soweit ich weiß, auch noch die allerschwächsten. Oh mein Gott, hier wird's kalt. Zieht euch ja die Winterjacken an. Nachladen. Bewegungsmelder beobachten. Hier geht's lang, okay. Uiuiui. Was? 18. Wow! Hilfe! Gegen Handschweißgerät eintauschen. Nee. Wow! Hier müssen wir raus. Shift. Tür aufschweißen. Shift. 4. Was? Shift. Tür aufschweißen. Du hast kein Schweißgerät. Shift. Du hast kein Schweißgerät. 4. Bitte hier aufschweißen. Achso, okay, gut. Was? Ach, deswegen. Ach, hier, ich soll das an. Gegen. Sag ich doch, du hast kein Schweißgerät. Ja, mir war es nicht klar, dass ich das. Weil da stand gegen. Ich dachte, ich soll gegen meins. Naja, T. Hast du ja jetzt. Ach nee, eins. Gut, dann behalten wir das Schweißgerät einfach mal. Das werden wir sicher noch öfters benutzt. Gebrauchen. Und weiter geht's. Uiuiuiui. Wow! Nachladen, nachladen, nachladen. Au! Nachladen! Hilfe! Wow, was ist denn? Ja, genau, geht auch. Ich kann hier natürlich nicht rein, schade. Gibt's keine Mauerfilme. Immer in die dunklen Orte gehen, wo die meisten Monster kreischen. Kurze Zeit. Uiuiui. Reload.
Ich habe so das Gefühl, ich habe einen extremen Munitionsverbrauch. Oh! Munition für sie hinlegen, was? Vier? Jetzt hast du Munition verschenkt. Okay. Nee, ich kann jetzt welche nehmen. Okay. Ah, ich nehme jetzt Munition. Nehmen wir Munition? Ah, okay, gut. Ich lasse mir von den Leuten welche geben, das ist natürlich auch ziemlich gut. Muss man, haben sie keine mehr. Muss man natürlich an ruhigen Orten machen. Techniker benötigt. Bitte hierher? Oh mein Gott, das Spiel ist irgendwie geil, oder? Was ist das? Verschweißbau. Ich verschweiß das einfach mal. Und hoffe, der regelt das da drüben gerade. Oh! 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 Bitte! Verschweiße! Schneller! Verschweiße! Schneller! Verdammt! Verschweiß die Scheiße! Au! Das hat's gebracht! Wo bin ich? Wo bin ich? Wir halten mal ganz kurz das Let's Play an. Gut, da sind wir wieder. Also ja, komm, du Scheiß. Ich wurde gerade angerufen von dem Nice und hier sind noch zwei, drei Viecher reingekommen, die haben mich jetzt recht schnell gekillt, während ich telefoniert habe. Was? Und wir müssen hier weiter. Boah, durch die ganze. Boah, ich bin Bro. Scheiße. Das Ding hat auf jeden Fall ordentlich Power. Was? Ich dachte, das ist wegen den Viechern. Ja, aber gegen die Viecher hat es ordentlich Power. Ich renne ja immer mal so durch, so like a Noob ohne Munition. Ich muss nur noch 24 Schuss. Wow! Du hast keine Munition. Ich glaub die auch so gerade kaputt. Achso, okay. Kommt hier noch was? Hast du nur zwei Waffen? Ich weiß nicht. Ja. Ne, ich hab anscheinend nur eine. Check mal. Ach nee, okay, gut. Nicht rot! Hey, das macht Spaß! Drei, dann nichts her, bitte. So, live. Lal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 a, wir bekommen Leben. Nicht mehr. Also ich muss sagen, es macht eigentlich ganz schön viel Spaß. Vier für Munition. Dankeschön. So, hier für Munition, bitte. Vier. Munition, Dankeschön. Du bekommst nicht. Achso, nee, ich muss aufnehmen. Mit ihr nimmt man auf? Gut, okay. Na, dann machen wir mal weiter. Muss nicht die Schrot nehmen. Ja, stimmt, ich kann also lange mal die andere Waffe nehmen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ups. Wollte ich nicht! Okay, wo müssen wir lang? Hier lang. Oh! Und? Nicht schlecht. Weiter geht's! Oh, hi! Macht Spaß! Das sind ja immer dieselben Viecher. Ja, das ist der ersten Mission wahrscheinlich so, das wird sich dann ändern. Oh, wie süß. Ich kenne das hier aber irgendwoher. Gegen Selbstheilungspack. Ach ne, komm, wir bleiben einfach so wie wir sind. Okay, wir müssen hier den Button pressen. Schließen. Okay, los geht's. Und ich weiß noch, dass hier jetzt gleich 1000 Viecher hier runterkommen. Oh, das erinnert mich an eine Stelle von dem Spiel Hulk. Hulk habe ich nie gespielt, keine Ahnung. Na, der Lust kommt her. Ich geb's euch.
Was kommt hier von dir auch gerade? Oh mein Gott! Geile Musik! Los geht's! Legen wir ja mal so richtig los! Yeah! Reloading! Warum geht das eigentlich alles in Zeitlupe hier? Ich glaube, du bewegst dich ja nur so langsam. Das ist ja irgendwie so ein bisschen. Jetzt geht's weiter. Okay, los geht's. Zeigen wir es den Flachzang. Du schießt die ganze Zeit daneben. Weil ich übernehme hier so eine gesamte Seite, ne? Hey! Naja, nicht wirklich. Ich wollte gerade die Waffe gewechselt, ich dachte, das funktioniert besser. Das Sport auf Inferno. So viel Inferno ist das gar nicht. lad nach. Lad nach, los, lad nach. Tschüss! Mann. Das stimmt nicht, genau. Die Waffe ist scheiße. Na komm. Na komm. Die Viecher sind größer geworden. Meinst du? Ja. Teamkameraden heilen. Los, schnell, schnell, schnell. Kommt alle her, los. Das macht Spaß. Nachladen. Oh, geht nicht. Kert hat voll die Waffe, ey. Und ich hab voll die wenig Munition. Ach, wir müssen hier rein, los, schnell. Schneller kommt, Leute, wir müssen hier durch. Beschießen Sie die explosiven Fässer. Das ist nur eine Info. Ja, ich hab's gemacht. Okay, ich brauche hier mal ganz kurz Muni. Muni? Okay, dann heilen wir uns erstmal. Schnell, komm her, alle her, alle her, alle her. Ja, war dann noch voll Liste. Mission complete. Wir haben es geschafft. 12 Minuten für eine Mission. Oh mein Gott. Chillig. War aber gar nicht schlecht das erste Mal, oder? Nö. Haben sie auf jeden Fall wieder gute Grafik, aber das Spiel ist. Also das Spiel ist kostenlos für alle, die es sich ziehen wollen. Dauert ein bisschen, aber. So, wir haben gerade den gespielt. Wollen wir jetzt mal irgendjemand anderen spielen, ja? Den Offizier. Den da. Jäger, hier. Zocken wir mal den, na dann. Mission Details. Keine andere Waffen nehmen. Was, ist das dieselbe Karte? Ist das dieselbe Karte? Wahrscheinlich. Wollen wir mal ein Hardcore spielen? Brutal. Ansturm aktiviert. Freundbeschuss regulär. Du hast nicht auf brutal. Wollte ich aber gerade tun. Geht aber nicht. Wir müssen es erst in schwer spielen, okay. Wieso ist das jetzt dieselbe Map nochmal? Das ist ja irgendwie so ein bisschen langweilig, oder? Vielleicht musst du mal mit denselben Leuten spielen. Mit denselben? Obwohl, nee, ist halt sinnlos. Mission Details. Nee, immer noch. Immer noch dasselbe. Naja, spielen wir es doch mal auf schwer durch, oder? Was meinst du? Können wir mal machen. Können wir machen, ne? Zocken wir uns einfach nochmal auf schwer, die rushen hier durch sozusagen, weil wir einfach solche Bros sind. Okay, Squad, we need to check the shipping manifest. Ui, die Dinger halten ja mehr aus, stimmt. Make your way down to the landing bay and find a terminal where we can download the transport records. I'll check in with you there. So, bitte, bitte einmal durch. Techniker benötigt. Los, eh. Na, eh. Na komm. Aha. Munition. Alter, dieser dämliche Techniker soll kommen. Was habe ich eigentlich gerade gemacht? Ach, guck mal, da drüben sind das neue Monster. Ich habe der Techniker ist beschäftigt, kann das sein? Vielleicht hat er keine Lust. Ah, jetzt hat er es geschafft. Guck mal, da unten sind jetzt neue Monster.
Die Schwierigkeitsstufen schalten also neue Monster frei. Ui. Deshalb ist auch Crash schon fast tot. Ach stimmt, die kann man nur von hinten besiegen, die Viecher. Au. Die kann man nur von hinten besiegen. Crash im Einsatz getötet. Erinnert mich an Lucius. Immer die Zeit rüber. Okay, ich muss den von hinten besiegen. Mission failed. Der Schildkäfer kann Frontalangriffe blocken. Wir haben verloren. Wie macht man den Schildkäfer dann platt? Von hinten. Ja, aber ich muss ja irgendwie hinten rankommen. Na, umgehen. Das Ding hat die ganze Gasse blockiert. Okay, probieren wir es nochmal auf schwer. Andere Waffen. Nehmen wir mal andere Waffen. Wir nehmen mal den da. Und als Zweitwaffe nehme ich den da nochmal. Oh, die Magnum. Magnum? Was ist denn eine Magnum? Na, die Nein-Zeug. Das? Nein. Nein, ja. Das ist keine Magnum. So, das, so in das ist die Schrot, die ich gerade hatte. Ach so. Oder ich nehme die als Zweitwaffe. Das geht natürlich auch. Und dann nehmen wir mal Gefechtsfackel, eine Tretmine. Mission beginnen. Wir spielen auf schwer, gell? Ja. So, mal schauen, wie das Teil abgeht. Wo steht denn das? Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass wir auf schwer spielen. Weil sonst wäre das natürlich Quatsch gewesen. Ich gehe jedes Mal. Na, mach's kaputt. Das macht Spaß. So, Techniker bitte. Und wir machen so lange mal hier ein bisschen dicht. Kommt her! Ja, erfolgreich. So, vorher 77 Munition verloren. Das wusste ich, glaube ich, ganz schnell runter, bevor das Vieh da. Und der Tretmine. Fuck! Uiuiui, Alter, sind das viele. Wo ist das Vieh hin? Tja, sie finden es witzig, deine Wildcat. Oder? Hey, das sind Leute. Tote Leute. Boah. Ach, die ist eine Frau? Ja, klar, hörst du doch am Namen. Was weiß ich, vielleicht denkst du, ein Kerl nennt sich wilde Katze? Weiß ich doch nicht. Menschen gibt's. Aber das Vieh war gerade nicht da, das heißt, die spawnen also zufällig. Ja, klar. Ich hab dann schon vorhin gemerkt, wo du das erste neue Spiel gesehen hast. Das war auch nicht da. Okay. Tauschen. Mit E. Ja, du hast ja eine Kehltüge weggeworfen. Ja, aber ich muss das Ding ja nehmen. So Leute, verteidigt mich mir mal bitte. Oh, eine Geschwindigkeit. Ich kann aber während Ball schießen. Das finde ich sehr praktisch. Voll realistisch. Ja, ich kann während des Tür. Ich muss auch sagen, ich finde das gerade wirklich sehr realistisch, wie der wirklich in einem Affentempo die Tür aufschweißt. Das ist. Oh. Und das ist der nächste gleich. Meine Güte, ey. Jetzt schweißt er richtig. Geht trotzdem nicht schneller. Was hat er jetzt gemacht? Weiß ich nicht, das Vieh hat die Tür aufgemacht. Oh. Juhu! Hilfe, 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 Hilfe! Das fehlt echt nur noch so ein Riesenvieh. Ja, das, dann wäre man, glaube ich, voll am Arsch. Naja, meine ich ja. So, kommt mal her. Oh so. Fuck, kamen da viele raus gerade. Hui, hui. Wildcat verteidigt uns da mutig. Macht mal hier bitte. Ach, unser Rapper, unser Typ ist tot. Munition bitte. Gute Aussicht noch ein Sieg. Munition bitte. Okay. Also unser Heiler ist tot, so wie es aussieht. Das macht natürlich die ganze Sache wesentlich besser. Muss schon sagen, also so unter solch guten Voraussetzungen habe ich lange nicht mehr gekämpft. Hui.
Lebt der aber noch? Uiuiui. Angenommen, du kommst jetzt wirklich bis zum Fahrstuhl. Denkst du, du überlebst da? Den Fahrstuhl? Ja. Weiß nicht. Nee. Okay. Wie ist denn das dann? Das ist doch brutal. Oh. Du wurdest umgebracht. Nein, Crash wurde umgebracht. Da fliegt der gerade die ist gerade voll an mir vorbeigeflogen. Das ist Crash, der da lebt. Ja, gerade noch so, ne? Ja. So ein bisschen latent. Und jetzt nicht mehr. So, legen wir mal wieder hier hin, danke. Ist doch übelst geil, so alleine hier rumzulaufen, weißt du, ohne jegliche Hoffnung. Ja, ich glaube, dann freue ich mich wirklich. Ich glaube, wenn Crash stirbt, der ist unser Techniker, war's das aber. Crash? Ich glaube, Crash muss hier mal, ja? Jo, Crash ist der Techniker, wenn der stirbt, war's das. Kannst aber auch selber Techniken. Kämpfe. Crash im Einsatz getötet. Oh, Pink ist gut. Sie wurden im Einsatz getötet. Die Mission wird fehlgeschlagen. Das Spiel ist dezent schwer. Aber nur auf schwer. Ist richtig. Wollen wir es mal probieren, oder? Ich probier's. Du willst es probieren? Ja. Na dann such dir mal einen aus. Platzwechsel? Oh, mein Fuß. Na dann wollen wir mal schauen, wie das hier so läuft jetzt, ne? So. Wie wollen Sie wählen? Wollen Sie den Satz wählen? Den Jagger, die Wildcat, den Fate, die Crash, der Wolf, die Basti oder S. Vegas? So. Jetzt mache ich's hier nur Techniker. Achso, okay. Erweiterte Sentry Gun. Die kannst du, glaube ich, aufstellen. Das ist so ein Stehgeschütz. Doch voll lame. Ach egal. Klasse. So. Ich hab die Wildcat drin. Never Guest LP. Nehme ich den hier. Nehme ich auch den. So, ganz neue Leute. Aber man kann jeden einzeln auswählen. Ja, klar. Das habe ich wohl nicht gesehen. Das heißt, ich werde jetzt voll gewinnen. Du musst unbedingt einen Techniker drin lassen, gell? Und einen Heiler. Ja, ist auch ein Techniker drin und Sanitäter. Gut. Alles im safen Bereich. Aber du hast keinen, der dir Munition nachgibt. Das ist doch immer der Waffenspezialist. Du hast deine Munitionsnachgabe aber gerade weggemacht. Das ist ja eine Zweitwaffe, die er hatte. Da scheint man sich ja noch einiges freispielen zu können. Da siehst du Munitionsbehälter. Genau. Munitionsbehälter. Das sind die drei, die sie haben. Was braucht der Techniker? Der Techniker braucht. Ne, der Techniker braucht nur dieses Teil, was du dem bei Sonderausrüstung geben kannst. Bei der Granate und so. So, irgendwie, so, passt schon. Haut hin! Ja. Das ist wie in dem Film, der Schwarze mit dem Pistol einfach durch. Und der fetten Knarre im Hintergrund. Immer noch nicht wahnsinnig schade. Also wenn wir das heute durchschaffen, ne, dann. So. Wie wechselt man die Waffen? Mit Mausrad. Okay, Squad, we need to check the shipping manifest. Das ist meine Waffe. Imaginär. Da. Ich kill euch. Oh. Ja, es ist Ansturm, die kommen also alle auf euch zu. Statt stehen zu bleiben. Kann ich irgendwie auch sprinten? Ich hab's nicht gemerkt, wie es gehen würde. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es sehr sinnvoll ist in dem Spiel. Vielleicht wenn ich wegrennen will. Oh, ich muss ja durch. Ach, bevor die Mail vorbei, das von beiden Seiten leider kommt. Alles safe, Leute? Alles safe. Das sieht das eh nicht so. Oh!
Erste Hilfe! Obwohl, das wäre eklig, ja. Was muss ich drücken? Du musst okay. E drücken. Für Interaktion mit irgendwelchen Leuten. Vegas. Hört sich an wie so ein Spieler. Oh! 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 Was hast du denn? Das war mehr als vorhin. Oh, es geht weiter. Guck mal, da unten kann man auch durch. Haben wir jetzt vorhin nicht mehr so Kraken begegnet, gell? Mhm. Aber dafür umso mehr solche kleinen Viecher. Ja, leider. Oh Leute, wir gehen jetzt durch. Scheiße, sind das viele. Wir sollten vielleicht beim nächsten Mal den Ansturm ausstellen, ne? Oh, ich bräuchte Muni. Marine Steuer. Ich brauche Munition, wie geht das? Mit 4. Wie 4? Mit 4 sagst du dem, der soll dir Muni geben. Nein. Ah ne, Quatsch, das ist ja umgelegt, mit 2. Du hast es ja umgelegt. Genau, jetzt rennst du rein und drückst E. Ganz oft E. Genau. So, na dann. Jagger, mach mal weiter. So, dann. Stirb. Ob dir jetzt so eine Schildkrabbe begegnet? Wir müssen auf jeden Fall nachher den Ansturm aufstellen, bei Brutal schaffen wir das nicht mehr mit dem Ansturm. Ach Quark. Meinst du, schaffen? Ja, wir sind voll die Pros. Ja, genau. Gib mir einen Klotz und ich regel die Sache hier. Hörst du? Aber ohne geht's gar nicht. Ich will jetzt hier hinter. Kommt man da eigentlich auch durch die Tür? Ja, klar. Ich denke mal schon. Ja, wie gesagt, gib mir ein Stück Erde und ich regel das ja alles. So ein 4 Gigas. 16x16 Pixel. Ey, wir haben alle noch Leben, alles safe hier. Ja, dann fangen wir mal an. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh. Der Schwarze ist gestorben. Ziemlich rassistisch irgendwie, der ist der Schwarze zuerst gestorben. Ja, das hättest du. Ach ja, das war dein Techniker. So, jetzt versuche ich's doch mal. Das ging gerade echt schnell. Ja, stimmt, also der Techniker ist der Einzige, der nicht sterben darf. Der Einzige. Der Einzige, der nicht sterben darf. Einzige. Einzigere. Ist der Einzigere. Weil das Team, die sind voll cool. Da mache ich halt den Techniker, ganz einfach. Aber ich nehme andere Waffen. Handschweißgerät, Selbstteilungs. Ich bin der Techniker jetzt, gell? Ja, genau. Prototyp Sturmgewehr. Dann nehme ich mir hier mal das Aufstellbare, was du gerade hattest. Nee, komm. Ich bin überhaupt nicht so der Fan von solchen Sturmen, von solchen Dingern. Und dann legen wir mal los. Folgt dem Techniker. Im schwulen gelben Kostüm. Ja. Hallo, hast du was gegen Schwarze? Ha, das kann ich jetzt die ganze Zeit sagen. Hey, war gar kein Monster jetzt. Du spielst ja vielleicht. Nein, nicht wirklich, sonst wäre das Phoenix abgekackt. Was? Aha, ist das geil! Das ist ja geil, dann kannst du hier Minispiele spielen. Oh, nein. Die Dinger sind echt scheiße, die du gerade gesehen hast. Weil wenn die dich erwischen, die lassen dich nicht mehr los. Welche? Welche? Oh, die da! Die dürfen... Ah, vier. Rufen seine Täter, vier. Ah, mach's kaputt! Rufen sie den Sanitäter, um zu überleben. Oh, danke. Hast du gesehen, was die Viecher machen? Ja. Die saugen sich an deinem Kopf fest und töten dich. Guck mal. Ein Krabbe. Na, klasse. Der ist gestört. Okay. Hättest du erst das Geschütz, hätte es geklappt. Okay. Nachladen. Du hast voll viel Munition verklempert.
Lauf da vorbei an dem. Ja, ich versuch's ja gerade. Aber hier sind noch mehr Viecher. Ignorier sie. Au. Wildcat im Einsatz getötet. Jetzt. Ich versuch's ja. Stirb. 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 Allein habe ich hier keine Chance, Alter. Da ist noch jemand von deinem Team. So. Jawoll! Hilfe! Hilfe! Oh. Wir sollten den Ansturm ausschalten, meinst du nicht ja, auch? Ja, du wolltest getötet. Kein lebender Techniker, die Mission wird neu gestartet in... Jetzt. Benutzen Sie Ihr Heilgerät, um Ihre Einheit gesund zu halten. Ja, wenn der Heiler-Typ tot ist, dann bringt das nicht mehr viel, mein Freund. Dann musst du auch der Heiler sein. Ich muss alles sein. Gebt mir die Macht. Na, so eine Ein-Mann-Armee wäre doch eigentlich die Missionsdetails. Ansturm deaktiviert. Regulär. Machen wir Hardcore? Nein, lieber nicht. Vor allem, da steht verursachen etwas mehr Schaden. Du willst auch Techniker spielen? Kannst ja die ganzen Minigames mal mitmachen. Okay. Na dann. Wählen Sie Ihre Waffe. So. So. Oder lassen Sie es einfach so. So. Was hat denn der hier eigentlich? Ich habe nichts bei dem verändert. Nur bei dir oben habe ich was verändert. Aber der. Was denn? Hat doch schöne Waffen. Stimmt. Das hier muss weg. Warum? Das hier. Ach, hat's aber nicht mehr? Ah! Der Sarge, der brauchte nur Waffen und ich hab ja alles. Was ist denn das hier eigentlich? Sturmgewehr, Schaden pro Schuss. Sind das nicht irgendwie genau dieselben? Guck mal, da verändert sich ja gar nichts. Ja. Ich will das Ding mal aufstellen. Das Ding hat doppelt so viel Schaden. Echt? Ja. Dein Sturm ist aus, gut. Kann ich ja voll gechillt hier. Alle Marines Position halten, X. Achso, mit X lässt sie also stehen, Alter. Bleib stehen. Bleib. Ich denke mal, das geht noch nicht. Du bist nicht gut genug. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon drei verschiedene Aliens gesehen. Und zwei davon finde ich nicht cool. Jetzt beeil dich lieber, bevor die Viecher wiederkommen. Nee, du bist da oben das. Genau. Erstes, schnell das zweite. Jawohl. Und durch. Schnell, 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 schnell. Go, 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 go. Das ist ja mega chillig gerade. Ja, weil die nicht auf dich zurennen. Die warten an ihren Positionen. Wieso rennt der auf mich zu? Weil du da genug an ihn ran warst. Du solltest vielleicht aufpassen, wenn Leute hinrennen und denen sagen, sie sollen lieber stehen bleiben. So, weiter. Vielleicht alles gut. Die sind aus den gesamten Räumen hierher gerannt. Also auf Deutsch hättest du die alle besiegt, hättest du die ganzen Räume dann für dich gehabt. Das wäre witzig. Da wäre ich, da wär ich der Herr. Nee, ja, das Mädchen. Ey, ich weiß, wo ich das Geschütz aufbaue. Auf dem Aufzug. Ja, ich weiß. Das wollte ich auch mal. War das kein Geschütz? Nee, ich wollte es ja machen. Weil Volker hat es damals auch gemacht auf dem Aufzug. Volker hat es nämlich auch im Schwer mal durchgespielt. Hat es aber, glaube ich, auch nie geschafft in Schwer. Kommt mal, Leute, alle her. Na, ruhig, kommt. So, Position halten. Hier kannst du deinen Geschütz aufstellen eigentlich, wenn die so viele kommen. Warum geht das hier so schnell? Weil ich gut bin. Ja, natürlich. Weil du gut bist. Ich bin schon mal weiter. Ne, was denn? Ja, du warst schon mal weiter. Ich hab das Ding schon durchgehabt. Auf normal. Normal. Beim ersten Durchlauf.
Normal. Oder Wasserverläufer? Ja, ja. Ich brauche hier live. Da hat er den Filter und der Mine hingelegt. Oh, Leute, geht mal zurück. Ich will mal gucken, wie die Mine funktioniert. Ah! Was ist das? Das ist Munition. Ich habe das mal voll an den Minen vorbeigerannt. Auch nicht schlecht. Und dann müsst ihr jetzt leben. So, das wollte ich reinkriegen. Leben! Leben! Wir leben! Kannst du die auch sammeln wieder, Digga? Nee. Egal, der hat sicher noch ein paar. Sieht ja höher geil aus. Guck mal, da ist rote Deko-Farbe. Komm, schleich die Tür auf. Glaubst du, dass da ist was drin? Nee. Obwohl, doch. Ein PDA. Aufrufen. Mama. Du kannst doch Englisch, na dann lese mal vor. Kann ich nicht. Gegen sentrigen Körper. Hab ich doch schon. Ist ja langweilig. Also gibt's ja auch versteckte Türen, in die man rein kann. Da hätte ich vielleicht mal ein bisschen drauf achten sollen. Landing Bay. Du sollst den Sieger nicht zuschweißen, sonst hat er durch. Ich hab voll ihn ausgesperrt, ey. Okay, nein, nicht witzig. Ja, hallo. Ich bin gut gelaunt, ja. Ja, das sind wir alle. Oh. Kommen die alle her? Nazi. Was, Nazis? Nazi, jo. Nazi-Aliens! From the dark side of the moon! Sentry Gun. Guck mal, Freunde! Die machen ein Schläfchen! Kruppenkuscheln! Was machst denn du? Verstanden, Sentry Gun Portion. Syntech Mega Corporation. Access denied. Fuck. Was geht denn? Ich hab da keine Ahnung. Ach so. Aha. Okay. Was hast du tun? Ach, ist eine Wildcat. Lenk mich nicht ab, ich muss weitermachen. Ist nur FAT. Und du bist übrigens der Nächste. Wie die da durchgerascht sind, ey. Das war echt durchgeraschen. Und auch schnell mal den Arsch getötet. Nicht schlecht. Also Respekt, ja. Ich würde sagen, ihr seid tot. Hast du gewusst, was du jetzt bei dem Ding machen sollst? Ja, du musst halt versuchen, dass die Einzelnen in einer Reihe sind und in eine Richtung alle vier gehen. Oh. Das ist natürlich nicht so leicht. Kann ich verstehen, warum das gute Zyklon so lange braucht. Na, dann wollen wir das nochmal probieren. Als Techniker scheint wirklich das Sinnvollste zu sein. Als Schwarz. Mission beginnen. Sauron spielt Call of Duty. Ja, also mein Kumpel Sauron, ne? Du bist mit dem dunklen Herrscher. Mit dem brauche ich immer so ein bisschen Weed. Stimmt, ich wusste nicht, wie springen geht. Das hätte vielleicht. Mit der typischen Springtaste. Ach, lass mich in Ruhe, das hätte sicher. So, jetzt ganz schnell hier durch. So, hier, durch, fertig. Und durch. Das muss jetzt hier abgehen wie Schmitz' Katze. Auch wenn Schmitz' Katze nicht wirklich abgeht. Nee. So, schnell nachladen. Reloading. Oh. Pardon. Nein. Weißt du, in Real Life würde ich auch nur mit vier Leuten da reingehen. Das hat schon einen Sinn. Das ist über Resident Evil. Wo die da reinrennen, obwohl die wissen, dass da tausende von Zombies drin sind. Aber die eine hat das Superkräfte. Nein, ich meine am Anfang, wo die Wissenschaftler da reingehen, obwohl sie wissen, dass da Zombies drin sind. Ach so. Obwohl die wussten das ja gar nicht so richtig, ja? Ne, eigentlich nicht. Hätten sie sich aber denken können. Außerdem waren das Profi-Soldaten.
Ist jetzt gegen das Ding geschlagen? Ja, das geht auch. Die waren schweiß jetzt nochmal. Ach so. Hui, offen. Offensive. Oh so. Mein Gott. So, wo geht's hier lang? Hallöchen. Nachladen, nachladen, nachladen. Ich brauche nicht nachladen. Ah, ich kann nicht nachladen. Okay, verstehe. Was wissen wir denn mit dem Game? Keine Ahnung, was damit ist. Oh, du musst dir das aufbauen. Kein Wunder, dass es nicht geklappt hat bei mir. Na dann bauen wir wieder auf. Schneller! Oh. Was? Sentry Gun aufstellen. Ich glaube, du drückst ja nochmal zu lange. Ah! Cooles Teil. Sieht nicht schlecht aus. Und da ist noch einer. Okay. Ich nehme mir da mal ganz kurz hier. Die andere Sentry Gun. Die Sentry Gun? Denkst du dann aber? Aber hab keine Munition mehr. Das heißt, bitte Munition anlegen. Dankeschön. Weil es am besten jetzt noch eine Sentry Gun dahin und dann sich im Raum verstecken. Ja, dann kann eigentlich so schnell nichts mehr schief gehen. Okay. Kommt her jetzt, Gesellen der Nacht. Uiuiuiui. Ich stelle mal hier Sentry Gun auf. Okay. Ja, am besten gleich hinter dir so. Ich mache das am besten gleich hier. Noch weiter hinter. Okay. Sentry Gun aufstellen. Muss ich noch aufbauen? Nee. Nee, ist doch schon aufgebaut. Okay, los. Los geht's, okay. Jetzt drehe ich sich nach oben, okay. Okay. Moment. Ah, Mist. Okay, die muss runter. Und hoch. Perfekt, wir haben es geschafft. Kritische Daten werden heruntergeladen. Wow, 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 wow. Download vollständig, zurück. Illegaler Download. Flugpläne heruntergeladen. So, jetzt müssen wir hier lang, schnell. Schnell, sagte ich, schnell! Du hast einen illegalen Download gemacht. Uiuiui. 1000 Euro. 1000 Euro. Hilfe! Ich habe das Gefühl, wenn die großen Dinger fehlen, kommen dafür immer so 15 Jahre kleine? Ja. Ja, das Gefühl habe ich auch. So, bin hier mal. Und dann hier mal. Und dann hier mal. So. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Leben haben. So, fertig. Weiter geht's. Kommt. Wir sind noch nicht am Ende. Ob wir es diesmal schaffen? Uiuiuiuiui. Kommt mit. Wir haben nicht mehr viel Zeit und auch nicht mehr viel Munition. Verschweißbar. Wenn sie hier verschweißen können, dann könnt ihr euch nicht mehr von hinten angreifen. Fade im genau Einsatz. Das ja, war aber noch hinter der Tür. Uiuiuiuiuiuiui. Eins. Hilfe, schneller. Kommt mit, los. Chillig. Ah, ich hab keine Munition mehr, klasse. Drei. Nachladen. Schnell, komm mit! Wir müssen uns beeilen!
Ich glaube, dein Trainer-Typ ist gestorben. Ich hoffe nicht. Ja. Ja, dann müssen wir das Wohnheiling durchleben. Ja, aber du bist fast tot. Was, ich? Ich bin doch gerade vollkommen aufgeheilt. Wieso? Na doch, du hast schon die Hälfte deines Lebens verloren. Oh. Stimmt. Huiuiui. Achso, jetzt müssen wir hier oben. Moment. So. Kommt da was? Komm, folgt mir schnell. Wir müssen das schaffen. Können wir es schaffen? Das wird schwer. Ohne Sanitäter ist das schon schwer. Ich habe keine Muni mehr. Verdammt, leg mir Muni hin. Das ist Licht. Das sind Minen. Leg mir keine Muni mehr hin. Mist. Was mache ich ohne Muni? Okay, 1, 1, 1, 1. Ja, hat Wildcat keine Muni. Eigentlich müsste er, ja. Okay, 4, leg mir mal mit der Muni hin. Muni, Muni, Muni. Tut er nicht. Oh. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen. Tja, dann war der, der gestorben ist, wo der der Muni gegeben hat. Und wer ist dann der Heiler? Wahrscheinlich derselbe. Zur Selbstheilung, zur Selbstheilung. 1. Moment. Lass doch schnell das da nehmen. 1. Jetzt wieder Handschweißgerät und Munition. Ah, Munition! Okay, wir haben wieder Munition gefunden, meine Freunde da draußen. Oh, und jetzt geht's hierher. Und wir haben natürlich kein Zweitgerät mehr. Schließt. Was habt ihr nicht? Keine Zweitwaffe habe ich mehr. Kannst du das Bedienfeld benutzen? E. Mist, ich habe keine Zweitwaffe mehr. Was mache ich jetzt? Ah, ich habe noch Minen, gell? Ja. Ich kann auch selbst welche legen irgendwie. Nee, du hast keine. Leg da nochmal ein paar. Da noch ein paar. Da noch ein paar, da noch ein paar, da, leg mal da überall Minen. Oh, komm, genug. Leg einfach mal ein paar Minen. So, und dann rock mal das Ding jetzt mal. Bevor der Typ stirbt. Ja, ne? Bevor. Sarge ist. Sarge im Einsatz getötet. Sarge wurde von Vegas getötet. Oh. Pardon! Du bist deine Hilfe. Und deine Minen sind jetzt. Okay. Wow, 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 das wird knapp. Irgendwie stirbt der nicht? Achso. Das ist nicht witzig. Nicht? Der lädt zu lang nach. Ah, ich habe keine Zweifel, wenn meine Munition alle geht, bin ich voller Marsch. Das wissen wir alle. Wir können es aber noch kämpfen. Noch kann er nicht kämpfen, ja, da hast du recht. Die Frage ist, wie lange noch? Und deine Munition ist. Oh, und du hast nur noch 4 Schuss. Uiuiui! Ich kämpfe mit bloßen Wolfs gegen die Viecher. Nehme deine Waffe. Das überlebe ich nicht. So knapp vorm am Fahrstuhl. Wir haben es nicht geschafft. War aber knapp. Ich glaube, nochmal muss ich unbedingt versuchen. Nee. Wir haben jetzt 50 Minuten gezockt.
Also, Kritik zu Alien Swarm. Nettes Spiel dafür, dass es kostenlos ist und natürlich nur ein Level. Die Monster erhöhen sich natürlich, es gibt noch wesentlich mehr Monster, die wir jetzt nicht gesehen haben. Da gibt es noch Bakterienriesige und sowas. Schwer ist auf jeden Fall schon mal schwer. Ich denke mal, wenn du schwer geschafft hast, kriegst du auch Hardcore. Ich will nicht wissen, was brutal und so ist, also möchten sie das Spiel wirklich vergessen. Da haben wir hier noch die Kampagne, die kann man dann im Singleplayer, Multiplayer machen. Da kann man dann zu zweit oder zu dritt miteinander zocken. Die Erfolge kann man dann hier freischießen, sie mit dem Winter. Deine Mutter und dein Vater. Okay, gut, da gibt es hier eine Menge Dinge, die man hier machen kann. Okay, gut. Option Singleplayer-Spiel, das haben wir gerade gemacht. Mhm. Alien Swarm, also ein nettes Spiel, dauert ein bisschen runterzuladen, aber ganz nice. Da zum Beispiel sind wir noch ein anderes Vieh. Also eine Schulnote wäre jetzt 2. 2 bis 3, ja. 2 bis 3. Ja. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Alien Swarm. Ne, Let's Play Together Never irgendwas mit mir und irgendwelchen anderen Leuten. Wie den zwei hier, die gerade miteinander kuscheln. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!